Wir haben noch einen ganzen Raum, in dem wir noch nicht waren. Den können wir uns jetzt mal eröffnen. Ich befürchte, das bedeutet, dass wir nochmal wiederkommen müssen. Ein Flyer, der über der Stadt abgeworfen wurde. Darauf steht: In dieser Zone wird eine Antiterroroperation durchgeführt. Personen, die in der Stadt bleiben, werden als Unterstützer der Terroristen angesehen. Verlassen Sie sofort Pogoren, sonst ist Ihre und die Sicherheit Ihrer Familie in Gefahr. Die Armee garantiert Ihnen sicheres Geleit. Nicht viele glaubten Ihnen, nach all den Gräueltaten, die Sie begangen hatten. So, das ist immer wieder der Flyer da, ne? Okay. Ja, dann können wir ja wenigstens noch mal gucken, was wir hier noch für Gegenstände haben. Guck mal, hier ist noch mal Material. Also ein-, zweimal looten ist hier auf jeden Fall noch drin, ne? Ah, hier, da. Na gut, das sind auf jeden Fall... Also, wir haben hier noch mal Sachen... Mal gucken, konnte ich davon irgendwas mitnehmen? Irgendwas nicht so ganz gestackt oder so? Nein. Ja gut. Hat ja auch nur so einen kleinen Rucksack, ne? So ein ganzes Haus alleine zu looten, ist echt nicht einfach. Haben schon fast eine Woche überlebt. Das ist persönliche Bestleistung. Och nö. Na gut, wir haben so gut wie nichts gestohlen. Iskra wurde leicht verletzt. Und jetzt ist sie natürlich wieder deprimiert und nervig und... Ja, hier, Verband. So, und in der Zwischenzeit, gehst du was craften hier. Und dann vor allem, gehst du erstmal schlafen. Weißt du, du hast sowieso schon nur einen Charakter und verlierst dann morgens gleich erstmal 2 Stunden, bevor die überhaupt irgendwas machen können. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Also ich glaube, wir haben wirklich Hard Mode hier. Ja, natürlich kannst du es nicht benutzen. Oh, du. Geh einfach Radio hören und danach geh mir aus den Augen, ey. Es tut mir leid, ich würde mich ja mehr um die Bedürfnisse des Kindes kümmern, wenn ich es nicht alles alleine machen müsste. Irgendwer muss ja auch das Überleben der Gruppe sicherstellen. Ja, wunderbar. Sind halt nur 2 Signale, ne? Ach so. Die Tragödie der neulich ereigneten Marktplatzbombardierung hat eine weltweite Antikriegsbewegung ausgelöst. Unter den Opfern befinden sich sowohl Viseni als auch Grasni. Ach so. Da kann man noch weiter drehen. Na toll. Das hätte ich früher wissen sollen. Ich hoffe, der bleibt da noch ein bisschen. Alter, dein Papa schläft! Ich kann ja schon mal das Kind schicken.
der nicht das Gefühl hat, dass er ignoriert wird. Bis dahin ist Christo vielleicht auch wieder wach dann. Was ist los? Ja, komm, Christo, du wirst gebraucht. Der ist immer noch müde, da muss ich dann gleich nochmal hinlegen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir einen zweiten Charakter rekrutieren können. Ja, ja, ja! Danke fürs Aufmachen. Ich bin auf der Suche nach einem Ort, wo ich eine Weile untertauchen kann. Ich bin von den Rebellen eingezogen worden, wollte aber meine Brüder nicht töten. Deshalb bin ich bei der ersten Gelegenheit weggerannt. Wenn sie mich finden, bin ich tot. Lasst mich bei euch bleiben. Ja klar, komm rein. So, Christo, geh schlafen. Roman ist kampferprobt. Dann kann Roman als allererstes hier erstmal sich ein Messer craften. Und dann kann Christo jetzt nämlich dann bei seiner Tochter bleiben. Dann können wir nämlich Roman losschicken. Das nächste Mal zum Plündern. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal weglaufen und mich vor meinen Kumpeln verstecken würde. Doch so kam es schließlich. Wir waren einst wie Brüder. Jetzt bin ich für sie gestorben. Meine Jungs haben das Viertel bis kurz vor dem Krieg regiert. Einige von uns wurden rekrutiert, wie Leon, mein bester Freund. Andere, wie ich, haben sich freiwillig für die Miliz gemeldet. Es sollte das ultimative Kräftemessen werden und wir alle wollten daran teilhaben. Woraus bauen wir Filter? Aus Materialien, okay. Brennstoff haben wir noch. Wir können da zur Not dann auch noch Bücher verbrennen hier. Aber die können wir vielleicht zur Not auch eintauschen. Kann sich Christo dann gleich mal ein bisschen um seine Tochter kümmern, wenn er ausgeschlafen hat. Aber das ist schön. Das ist jetzt schon um einiges angenehmer, wenn man jetzt zwei Leute hat. Ja gut, wir brauchen mehr Ressourcen. Das ist letztendlich gar nicht so schlimm, weil wir jetzt auch wesentlich mehr Möglichkeiten haben, Ressourcen irgendwie zu sammeln. So, ihr beide unterhaltet euch jetzt und spielt miteinander und Roman ist das Ganze sehr, sehr chillig angehen hier. Kann man noch an irgendeiner Stelle zumachen hier? Hm, ja, doch. Ach, da oben. So, okay. Aber dann haben wir es, glaube ich, auch, ne? So, Christo. Du. Teile für. Hm. Kann man einen Filter bauen. Ganz ruhig, Roman. Hm.
wäre schön, wenn sich Christa noch ein bisschen um seine Tochter kümmern könnte. Ich weiß gerade nicht, was ich mit Roman machen soll. Weil sie ist ja leicht verletzt, ne? Vielleicht gibt es was Besseres zu tun. Ja, gibt es sicher, nur du kannst es nicht machen. Ah, Roman hat natürlich weniger Gepäck, ne? Christo geht plündern. Roman steht Wache. Weil Christo einfach mehr Gepäck hat. Wir brauchen das Brecheisen, brauchen wir nicht. Wir können einfach so los. Hier war ja nichts weiter. Keller hatten wir auch, ne? Das ist quasi nur noch das Obergeschoss leer zu räumen. Dann haben wir diesen Ort. Immer noch nicht komplett gelootet. Wir müssen noch mal her. Einmal müssen wir noch herkommen und dann können wir uns nach anderen Gefilden umsuchen. Es tut mir leid, es wäre vielleicht sinnvoll, euch auch noch andere Regionen zu zeigen, aber ich möchte das Spiel ja auch nicht verkacken. Ich habe dann schon den Ehrgeiz zu versuchen, das hier in Was ist denn mit Iskra? Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Wofür habe ich denn eigentlich eine Wache aufgestellt? Ängstlich. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein. Wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Ich bin stolz auf dich, Roman. Hast du gemacht. Sehr gut. So, Roman. Roman kocht jetzt mal Essen. Na toll. Das ist eigentlich verschwendet hier. Das ist zu wenig. Na egal. Roman kocht Essen. Und ist dann der Einzige, der nichts essen darf. Roman geht schlafen. Ja, sie ist halt immer noch leicht verletzt, ne? Und sie ist deprimiert. Iskra ist nur hungrig, die kann spielen gehen. Nein, die kriegt gleich was zu essen. Ich muss echt zusehen, dass ich die Fallen aufstellen kann oder irgendwas.
Hallo? Wir leben einige Blöcke von hier entfernt und unsere Mutter ist sehr krank. Sie braucht Medikamente. Hätten Sie vielleicht welche übrig? Ohne Ihre Hilfe wird sie sterben. Jetzt, da Papa mitkämpft, haben wir nur noch unsere Mutter. Helfen Sie uns bitte, sie zu retten. Ja, okay, hier, nimm mit. Vielleicht bringt uns das ja tatsächlich was. Uns fehlt es an Zigaretten. Oh, oh, Roman ist Raucher. Der Anführer der Rebellen hat uns angewiesen, unsere Zuhörer davor zu warnen, die Front zu überqueren. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung könnte tödlich enden. Da ist klassische Musik. Was sagt der Wetterbericht? Okay. Hungrig, zufrieden und müde. Man schläft noch. Ich würde sagen, wir bauen ein zweites Bett. Oder? Wir sind drei Leute jetzt. Wir brauchen zwei Betten, weil einer muss ja Wache halten. Am besten unten im Keller. So, komm, du bist nur noch traurig. Du kannst jetzt spielen gehen. Oh, es wird ein bisschen kälter. Ich bin ja echt gespannt, wie lange wir hier noch durchhalten. Mein großes Problem ist halt echt die Tatsache, dass es das Essen ausgeht. Wir müssen woanders hin. Wir brauchen, hier, wir brauchen Teile. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Von der Werkstatt. Da war doch die Rede von der Werkstatt, ne? So, du? Vielleicht noch irgendwas craften. Soll man eine Schaufel? Ich crafte jetzt mal eine Schaufel. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir irgendwie in der Lage wären, uns noch ein weiteres Messer zu craften. Aber ich glaube, das Brecheisen, das können wir im Zweifelsfall bei Problemen auch als Waffe benutzen. So, er schläft. Und jetzt haben wir nicht wirklich noch irgendwas zu tun. Könnte man noch irgendwo was zunageln? Nee, anscheinend nicht. Meine Schaukel hätte ich jetzt echt gesagt, das ist was für draußen. Da oben können wir die platzieren, na gut. Ich will ja mal nicht so sein, ja? Also, so ein bisschen Spielzeug oder irgendwie sowas in der Art. Können wir uns ja hier auch mal hinbauen. Müssen das Kind ja irgendwie beschäftigt halten und so ein bisschen von dem Krieg auch ablenken, ne? Das ist ja auch Teil unserer Aufgaben.
Raucher, ja, okay. So, die beiden wollen sich noch unterhalten da jetzt. Ich bin nicht mehr klein. Okay, okay, hab verstanden. Also? Ich will nur reden. Okay, was hast du? Werden die Soldaten jemals weggehen? Natürlich. Wir müssen nur Geduld haben und tapfer sein. Und dann ist wieder alles normal? Ja, mach dir jetzt keine Sorgen deswegen, Iskra. Oh. So, die Autowerkstatt. Vorsicht ist geboten, ja. Roman muss Wache stehen, Iskra kann im Bett schlafen und Christo geht plündern. In der Autowerkstatt. Dann nehmen wir das mit. Und das nehmen wir mit. Und dann bin ich aber gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet. Wir machen das jetzt hier mal Schritt für Schritt. Wir suchen Teile. Ich meine, so ein paar Materialien können wir auch mitnehmen, aber im Großen und Ganzen suchen wir eigentlich hauptsächlich Teile. Kein Verstecken mehr, wir sehen uns im Himmel. Okay, hier sind wieder Materialien. Ich nehme mal ein paar mit. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel wir brauchten. Aber wie gesagt, meine Prioritäten liegen eigentlich woanders. Ja, prinzipiell hätte ich welche. Ich habe nur leider keine da. Und du hast eh nicht das, was ich brauche. Ich gebe ihnen viel für medizinisches Zubehör. Es tut mir leid. Der findet das bestimmt auch gar nicht so geil, wenn ich hier alles... Nein! Das wollte ich gar nicht. Pack das Holz wieder weg. Wir brauchen den Platz. Gibt's hier aber leider anscheinend auch nicht, ne? Das ist blöd. Bei einem Sägeblatt könnte ich das Gitter durchsägen. Zum Glück. Was? Zum Glück habe ich ein Sägeblatt? Fangen wir an zu sägen? Was? Sag mal, wo hast du denn ein Sägeblatt her? Hi.
Versuchst du uns zu bestehlen? Nein, ich gucke nur, was ihr da habt. Ein Siegelblatt reicht mir schon. Ein Versuch wert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal gelaufen, ne? Okay, das hatte jetzt aber damit zu tun. Dass ich jetzt zum Ende des letzten Tests einfach einmal nochmal versucht habe, diese auf Teufel komm raus, diese Vorräte zu finden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Glück. Was? Alter, was redet der denn da für ein Bullshit? So ein... Was sagt denn das Radio noch? Ich meine, wirklich noch irgendwas reißen kann ich jetzt eh nicht mehr. Das war's im Prinzip. Aber ein interessantes Spiel. Ich glaube, wenn ich einen anderen Start gehabt hätte, ohne das Kind... Wenn ich nicht mit dem Kind gestartet hätte, sondern mit zwei Erwachsenen, wäre es, glaube ich, einiges anders gelaufen. Dadurch haben wir nämlich, glaube ich, gerade am Anfang viel eingebüßt. Na gut. Wie gesagt, gibt nicht mehr wirklich was zu tun. Vielleicht kommt ja noch irgendwer an die Tür, um uns zu besuchen. Ansonsten würde ich sagen, wir sind hier fertig. Das Spiel an sich gefällt mir ganz gut. Ist auf jeden Fall sehr herausfordernd. Und man muss sich definitiv erstmal reinfuchsen. Aber, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich in Zukunft noch die ein oder andere Stunde mit diesem Spiel verbringen werde hier. Keiner hat Teile, ne? Keiner bringt Teile, dass wir mal diese dämlichen Käfige bauen können, ne? Ist mir jetzt egal. Ja. Können Sie ja noch hier Ihren Ball craften lassen. Aber im Prinzip war es das. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, auf Steam könnt ihr die Entwickler unterstützen und gleichzeitig auch ein bisschen was für Kriegsopfer und Ähnliches spenden. Alternativ gibt es das Ganze im Epic Store zurzeit kostenlos, falls es euch nur um das Spiel geht und ihr eigentlich keine Lust habt, da noch irgendwie zusätzlich was zu bezahlen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß und ist gleichzeitig auch sehr stressig und auf eine gewisse Art recht deprimierend. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, wenn ihr noch mal sehen wollt, wie wir es vielleicht noch ein zweites Mal versuchen oder irgendwas, haut das ruhig in die Comments. Ich hätte da nicht das Problem mit. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann versuchen wir es nochmal. Ansonsten war es das mit Let's Test für diese Woche. Ich bin der Rio. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Klinke mich jetzt an dieser Stelle aus und hoffe, wir hören voneinander das nächste Mal.
wenn es wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.